Das ist Cerba Melis, ist ein Kräuterhonig mit Edelkastanien drinnen. Das Produkt ist das Beste, wenn sie Allergien haben. Mhm. Ja, durch Zellen erneuern, hilft der Leber für den Stoffwechsel. Das ist, muss man eine Kur machen, eine Jahreskur. Ja, das habe ich schon gelesen. Ich brauche praktisch da wie viele Packungen für eine Kur? Also 10 Dosen ist eine Jahreskur, das erste Jahr. Ja. Wenn du das aber dann weitermachst, sind 3,5 Dosen brauchst du dann im Jahr. Mhm. Weil am Anfang nimmt man es dreimal täglich, dann zweimal täglich, dann einmal. Darum braucht man das erste Jahr 10 Dosen und später dann das zweite Jahr nochmal 3 bis 4 Dosen. Mhm. Und schmeckt das gut oder ist das eher wie eine Medizin? Ja, schmeckt sehr gut. Schmeckt du gut. Kannst es auch dann oben kosten. Mhm. Bitte, ja, das war fein. Ja, Manuela, wo du die Fragen wollt, für mich habe ich jetzt das gekauft für meinen Darm und für den Magen. Jetzt hätte ich eine Frage, ob es für Schuppenflechten was gibt. Weil meine Tante hat Schuppenflechte und sie hat gesagt, ich soll mich ein wenig informieren. Ja, da würde ich auf alle Fälle den Cerba Melis Honig nehmen. Da haben wir die besten Ergebnisse bei Schuppenflechten. Aber auch bei Neurodermitis zum Beispiel, also alle Hautkrankheiten, binnen 1,5-2 Monate fliegt das schon fast ab. Haben wir ganz gute Ergebnisse. Cerba Melis tut den Leberstoffwechsel unterstützen, da entstehen die meisten Krankheiten. Also die meisten Krankheiten beginnen in der Leber, Allergien. Und das Cerba Melis bringt den Leberstoffwechsel in Einklang, das heißt, die Leberwerte normalisieren sich und von da aus gehen auch die Krankheiten. Aha, das ist also von der Leber eigentlich dann abhängig. Dann ist quasi meine Leberwerte halt zu hoch, weil mit Leber. Ja? Mit einer Darmkrankheit und Magen das mit dem zusammen. Genau. Das wird dann mit dem auch besser werden. Ja, Cerba Melis unterstützt den Leberstoffwechsel, also wo die Krankheiten dann ist das finde ich dann eigentlich auch gut und meine Tante nimmt mir dann auch ganz viel für die Schuppenflechte. Auf alle Fälle. Ja. Okay. Ich nehme zweimal eins. Und das steht dann drauf, egal wie es nehmen muss. Bis zum Nehmen steht genau drauf. Es muss sehr einschleichen, wie ein Medikament, ist aber total gut zu nehmen, schmeckt köstlich. Und wenn man es einmal gewohnt ist, dass man es nimmt, dann will man es nicht mehr hergeben, weil es so gut tut. Ja, passt. Dann machen wir das so. Danke vielmals. Bitte.